Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Es ist soweit, wir spielen heute den letzten Spieltag. Wahnsinn, dann sind schon wieder 34 Spiele rum. Wir haben, wie gesagt, die Meisterschaft. Wir werden heute die Meisterschale kriegen, das wird nochmal eine schöne Sequenz werden. Unten ist es bereits entschieden, dass Darmstadt direkt absteigt. Es entscheidet sich halt nur noch zwischen Leipzig und dem FC Ingolstadt. Die Ingolstädter haben die bessere Position, weil ja, sie es halt aus eigener Kraft schaffen können. Leipzig halt nicht. Leipzig muss auf eine Ausrutsche hoffen und natürlich selber hoffen, dass sie gewinnen. Und ja, da wollte ich mal drauf schauen auf die Begegnungen, die letzten Begegnungen, gegen wen es denn so geht. Also Leipzig, also oder Darmstadt erstmal angefangen, Absteiger verabschieden sich in Gladbach. Ein letztes Mal Leipzig muss in Frankfurt ran. Ja. Es gibt leichtere Aufgaben und der FC Ingolstadt gegen Schalke. Auch da gibt es deutlich leichtere Aufgaben. Also beide mit schwierigen Aufgaben. Der FC Ingolstadt hat, wie gesagt, leichtere Vorteile, weil sie halt es aus eigener Kraft schaffen können. Und wir lassen zu Hause nochmal, ja, hoffentlich ein bisschen die Kür weiten. Heißt das so? Also halt, ne? Nach der Pflicht kommt ja die Kür, so sagt man das halt. Also vielleicht spielen wir nochmal ein bisschen für die Galerie. Auf jeden Fall wollen wir auch das letzte Spiel in dieser Saison erfolgreich gestalten, nicht verlieren, damit ich zum ersten Mal ohne Niederlage aus einer Saison rausgehe. Das hatte ich wirklich, und da lüge ich auch nicht, das habe ich wirklich noch nie in den ganzen Jahren geschafft, seitdem ich FIFA spiele. Egal, ob FIFA 10, FIFA 11, habe ich noch nie geschafft. Das ist wirklich das erste Mal. Und ich habe es gerade Let's Played, oder hier gerade im Let's Play, das ist natürlich nochmal ein bisschen schöner. So, auf geht's. Bellerin zum ersten Mal mit nach vorne und Götze in der Mitte, erste Chance. Ja, der erwischt den Ball nicht so gut, aber Lukas kriegt den, komm, kriegt den vorm Aus. Ja, wird da begrabbelt, geht aber weiter über Schmelzer und es gibt doch den Freistoß. Wer hat noch eine gute Chance gehabt? Warum lässt er nicht einen Vorteil? Schade, aber gut, wir sind schon mal gleich da, das ist gut. Oh, fünfte Minute. Ja, gibt eine super Freistoßposition. Lukas wird den ausführen. Lukas, da kommt Gonzalo Castro. Mein Gott, schwierige Namen hier. Obwohl ich mit den Namen schon ein ganzes Jahr lang gespielt habe. Naja, weiter geht's. Bellerin. Rode. Nee, Max Kruse ist dazwischen. Bartels. Finn Bartels. Auf die andere Seite das Gebre Selassie. Lukas. Ja, kriegt den nicht, aber Gonzalo Castro. So, und der nächste Konter über Lukas. Dembele. Schiri ist dazwischen, aber das ist egal. Götze. Mario Götze. Weiß er nicht wohin. Doch, er steckt auf Rode durch. Kriegt er den Ball? Nein, schade. Guter Laufweg, aber leider ist er nicht hingekommen. So, Götze spielt kein Foul, wollte ich gerade sagen. Aber okay, pfeift er ab. Ist ja alles okay. Ich bin gespannt, was Bremen macht. Ob sie vielleicht mitspielen, ob sie mich doch nochmal gewinnen lassen oder ob sie mir heute, gerade heute, wenn wir die Schale überreicht bekommen, meine erste Niederlage zuführen. Das hoffe ich natürlich nicht. Und deswegen, ja, spielen wir auch dementsprechend. Jetzt aber erstmal die Bremer über Claudio Pizarro. Erste Chance, auch für die Bremer. Ja, und Birki muss da nochmal ran. Nach einer Viertelstunde. Also auch die Bremer verstecken sich nicht. Wollen auch nochmal im letzten Spiel ihren mitgereisten Fans, ja, ein gutes Spiel bieten. Chance lebt noch. Nochmal Pizarro, nochmal Junuzovic, der die Flanke reinbringt. Ja, aber Birki ist auch da. Jawohl. So, und wir machen es mal schnell. Wenn es denn schnell geht. Wenn es das Spiel zulässt. Ja, Aubameyang, schade. Wollte auf Götze spielen, aber das braucht wieder. Oder da braucht er wieder zu lange. Garcia und Schmelzer ist dazwischen. Super, sehr aufmerksam. So, und jetzt mal nach vorne. Über Aubameyang, Götze, Bremer. Gehen zu schnell in die Zweikämpfe, habe ich so das Gefühl. Aubameyang. Ja, Aubameyang macht's mal. Alleine 1 gegen 1. Gonzalo Castro hat nochmal den Nachschuss. Nein, verzögert und dann ist ein Bremer leider dazwischen. Ja, also wir kriegen ja unsere Chancen. Wir kriegen unsere Chancen. Bremen ist aber auch wachsam und spielt gut mit. Ne, also verstecken sich nicht. Ist doch schön, wenn beide Mannschaften mitspielen. Und wenn vielleicht Dortmund jetzt gleich führt. Schade, Aubameyang mit dem Versuch auf Götze. Hat aber leider nicht ganz geklappt. So, Lukas holt sich den Ball stark. Wird wieder von Schmelzer geschickt. Und auf geht's nach vorne. Aubameyang muss da angespielt werden. Den kriegt er. Was war der denn? Ich wollte zurückspielen und dann spielt er ins Aus. Na gut. Du sagst doch gleich, dass du nicht spielen willst, Aubameyang. Mein Gott. So, und da sehen wir schon mal die Ankündigung am 31. Mai. Pokalfinale auswärts, in Anführungszeichen. Also wir sind ja als Auswärtsmannschaft gestellt gegen Mainz. Ist aber auch ganz schön spät, ne, das Pokalfinale in diesem Jahr. Naja, egal. So, wir sind vorne über Aubameyang, Lukas. Steckt da durch auf Aubameyang, oder? Der Doppelpass. Aubameyang mit Lukas. Ja, schade. Kriegt er leider nicht durch, aber den Eckball holt er raus. Ist okay. Nach 25 Minuten. Wir haben auch eigentlich zu wenig Tore aus einem Eckball gemacht. Wir können da eigentlich so viel mehr draus machen, weil wir einfach so viele
gute Kopfballspieler haben. Aubameyang, ja, kommt da leider nicht ran. Zu flach reingebracht. Und jetzt der Konter über Kruse. Max Kruse gegen Schmelzer, Junuzovic. Ja, auf Garcia, aber der ist im Abseits. Ja, Schiri hat die Fahne gehoben. Das ist Abseits. Ja, nach einer halben Stunde steht es also immer noch 0-0. Das ist halt das berühmt-berüchtigte letzte Spiel. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Bremen ist gerettet, wir sind Meister. Warten also nur auf die Schale, aber trotzdem wollen wir unseren Zuschauern nochmal hier einen Sieg bieten. Und darauf spielen wir natürlich. So, nächste Chance. Ja, Aubameyang kann sich da nicht durchsetzen. Schwierig, muss er ihn halt auch einfach mal mit dem Ellenbogen so einen kleinen Schubs geben oder sich halt dann auch mal fallen lassen, aber das hat er nicht gemacht. Gut, ist ja nicht schlimm. So, wieder Sokratis gewinnt den 5-millionsten Kopfball in der Saison, so gefühlt. Und jetzt nächste Chance auf Götze. Schade, von Aubameyang natürlich gespielt. Schade, dass er da nicht hinkommt. Und die Bremer über Kruse, Junuzovic. Auf Claudio Pizarro, steckt er nochmal auf Kruse durch. Oh nein, da kommt Pizarro durch, 34. Minute. Dickste Chance im Spiel. Haben die Bremer, Pizarro, frei vom Tor. Normalerweise ist er so souverän, der ist ihm aber komplett irgendwie abgerutscht, also fast ausgerutscht. Gut, dass er den nicht reingemacht hat, weil es war eine Riesenchance. Wie gesagt, die größte bislang in dem Spiel. Und ja, da hätten sie uns fast mal in die Suppe gespuckt. Aber okay, weiter geht's. Über Lukas Aubameyang. Auf der Außen, am zweiten Pfosten vielleicht mal. Am zweiten Pfosten wartet Götze, kommt nicht hin. Hector Bellerin auf Castro. Schlechter Pass, aber die Bremer machen es nicht viel besser. Garcia, doch, jetzt machen sie es natürlich besser. Spielen den gut hinten raus. Kipris Selassie gegen Lukas. Und die Bremer über Bartels. Schmelzer ist dazwischen und hat den. Sehr schön. So, 4 Minuten noch. 5 Minuten, wie gesagt, bis zur Halbzeit. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Chance. Aber die Bremer machen das ganz gut in der Phase jetzt. Stehen hinten gut und spielen das schnell und schnörkellos nach vorne. Selassie auf Sokratis. Und es gibt, ja, Freischuss für uns. Hat der Schiri gut gesehen. Und weiter geht's. Unten mal Rode auf Gonzalo Castro. Schöner Ball. Schmelzer. Dembele. Gonzalo Castro. Bellerin schickt Dembele. Oder ist das zu riskant? Nein, ja, war gar nicht zu riskant. Aber es war abseits. Oder wäre abseits gewesen. Jetzt die Bremer nochmal. Dian. Falou Dian. Da müssen wir einfach nur raufrücken. Garcia. Bremer wissen nicht wohin. Doch spielen das hinten rum. Bisschen riskant, aber es hat geklappt. Sané. Pizarro. In Bremer machen das gut. Spielen das von hinten ruhig und souverän raus. Ganz ruhig. Und haben dann halt auch vorne ihre Chancen. Wir verstecken uns so ein bisschen jetzt gerade. Also momentan läuft nicht viel. Oh, ein angetäuschter Einwurf. Nicht schlecht. Nochmal die Bremer. Über Junuzovic, Kipris Selassie, Pizarro. Aufgepasst. Hoffentlich steckt er da nicht durch. Da ist Junuzovic. Junuzovic, Backfrede auf Kipris Selassie. Achtung. Wird er gefoult? Ja, wird gefoult. Und jetzt gibt es nochmal den Freistoß aus gefährlicher Position. Haben wir hinten ein bisschen geschlafen. Also muss in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen besser werden. Komm, raffen wir uns nochmal auf. Aber jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Junuzovic, der kann Freistöße. Da ist Pizarro noch mit dabei. Legt ab. Nein, er schießt direkt Junuzovic. Okay, der macht da Gott sei Dank schlecht. 0-0 zur Pause. Die erste Halbzeit des letzten Spiels ist vorbei. Und wir gucken mal. Darmstadt liegt 3-1 hinten. Okay, die waren sowieso schon weg. Wie sieht es bei den anderen aus? Leipzig liegt zurück, 1-0 in Frankfurt und FC Ingolstadt 1-1 gegen Schalke. Heißt also, zum jetzigen Zeitpunkt wären Leipzig und Darmstadt abgestiegen und der FC Ingolstadt geht in die Relegation. Nach jetzigem Zeitpunkt, Standpunkt. Aber es ist ja noch eine Halbzeit Zeit. So, und da hoffe ich, dass wir hier auch ein bisschen mehr zeigen, dass wir ein Tor schießen oder auch mehrere. Mal gucken. Und hinten keins reinkriegen, das wäre auch ganz nice. So, Lukas holt sich den Ball. Lang auf Aubameyang, ja, warum auch nicht, schade, aber Dian ist dazwischen oder Sané und Wiedwald haut den Ball vorne raus, kriegen wir den über Sokratis, nein, aber Gonzalo Castro kriegt den, so, Götze mal alleine, jetzt checkt er auf Lukas durch, schön gemacht, Lukas im 1 gegen 1, gegen 2 und jetzt muss er rein, komm, Lukas, jawohl, 51. Minute, 1-0, perfekter Tag, perfektes Ergebnis bislang, 1-0, weil wir es mal schnell gemacht haben und auch mal 1 gegen 1, 1 gegen 2, zack und dann mit der Seite bleibt da cool vom Elfmeterpunkt. Und dann, ja, steht es 1-0, super, zack. Und Aubameyang springt noch drüber, sehr gut. Und somit macht Lukas sein 7. Tor in der Bundesliga und macht es 1-0, jawohl. Und somit sind wir auf einer, ja, auf der Siegerstraße, auf einer guten Straße, fahren wir jetzt auf einem guten Weg, so jetzt wollte ich sagen. Und ja, weiter geht's. Noch ist ja ein bisschen zu spielen. Noch können die Bremer uns immer noch in die Suppe spucken. Aber gut, nicht mit so Flanken. Aber es gibt den Eckball. War wohl Bellerin noch dran oder Mark Batra.
weiß ich nicht, auf jeden Fall jetzt der Eckball von Junuzovic. Der kommt flach rein, Gonzalo Castro zum ersten, zum zweiten. Bremer bleiben in Ballbesitz. Achtung, da kommen wir nicht hin. Kruse. Doch, jetzt kommen wir dazwischen. So, und der nächste Konter. Nein, Rode verliert den Ball. Da ist Philipp Bargfrede. Achtung, kein Foul im Strafraum. Kein Foul. Jetzt können wir mal ein bisschen aggressiver rangehen. Sokrates macht das. Stark gemacht. Auf seine gewohnte Art. Und Aubameyang nach vorne. Gegen Gebre Selassie. Der ist auch schnell. Schade. Sind wir leider nicht durchgekommen. Und die Bremer wieder. Über Pizarro, Bartels. Unten auf Max Kruse. Aufgepasst, in der Mitte ist Pizarro oder auch Selassie. Da hinten müssen wir aufpassen. Bellerin. Zum Zweiten, also die Bremer verstecken sich wirklich nicht. Also die spielen wirklich gut mit, spielen guten Ball, stehen auch hinten dafür ganz gut. Ne? Also dafür, dass vorne so viel los ist, ist hinten irgendwie auch so viel los gleichzeitig. Und sie kommen schon wieder über Gebre Selassie. Kein Abseits von Kruse. Ah, Batra holt sich den, wird er gefoult und ist jetzt nicht ernsthaft verletzt. Oh, 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 ist jetzt nicht ernsthaft verletzt. Das willst du mir jetzt nicht sagen. Batra ist verletzt, du liebe Zeit. Gerade vor dem Spiel gegen Mainz, da können wir da ja mal ein zweites Mal wechseln. Gerade vor dem Spiel gegen Mainz, das kann jetzt aber nicht sein, ey. Oh, war ja gerade Mark Batra, ey, dem würde ich das nicht gönnen. Ich meine, ich gönn's keinem, aber das wäre echt bitter. Eine starke Säule hinten gewesen und dann ausgerechnet im Pokalfinale gesperrt. Ey, nicht gesperrt. Fehlt dann wegen Verletzung, das wäre echt bitter. Ich hoffe, dass er nicht so lange ausfällt. Ich hoffe es für ihn wirklich, dass er im Pokal mitspielen kann. Ansonsten, ja, wir haben ja genügend Leute. Wir haben Subotic, Ginter zur Not, Bender kann da auch spielen, aber das wäre echt ein herber Verlust fürs Finale. Naja, wir schauen mal. Wir konzentrieren uns jetzt erst nochmal aufs Spiel und dann schauen wir, was mit Marc Batra ist. Gonzalo Castro, Aubameyang. Nochmal Castro in die Mitte auf Kagawa und unten sind zwei frei. Komm, unten hin, Kagawa auf Schmelzer. Schmelzer auf Lukas. Ja, schön gemacht. Und den kriegt er noch. Komm. Ah, schade. Zu schnell. Er ist zwar schnell, aber der Ball war leider ein bisschen schneller. So, Wiedwald mit dem Abstoß. Sokrates. Wiedwald. Eckball. Vielleicht klappt ja auch nochmal ein Eckballtor zum Abschluss. Pierre-Emerick Aubameyang legt auf den Bele zurück. Der Bele! Ja, schöner Schuss. Und wieder ist Wiedwald da. Bester Bremer bislang. Muss ja sagen. Ja, Eckball, machen wir mal hier kurz auf Aubameyang. Schauen wir mal, ob der klappt, Aubameyang. Da kommt Sokrates noch mit reingelaufen, aber okay, ungefährlich für Wiedwald. Wir wechseln nochmal. Ein letztes Mal wechseln wir noch Mohr rein, oder? Haben wir noch einen Wechsel? Nee, stimmt, wir mussten ja gerade verletzungsbedingt wechseln. Warum weiß ich sowas nie? Warum fällt mir das erst immer ein, wenn es dann erst da ist. Also dann, wenn ich sehe. Naja, egal. Bremen kommt. Achtung, Dian ist jetzt mit vorne. Da ist Yatabaré. Gegen Lukas. Schöne Chance, schöner Schuss. Gute Parade von Birki. So, und ihr seht das, vorne ist nix. Ich laufe mal links weg mit Aubameyang. Vielleicht haben wir ja den Luxus. Ja, den Luxus haben wir. Komm, Birki. Auf Pierre-Emerick Aubameyang. Was für ein Abschluss. Aber der ist zu weit, oder? Nein, der ist genau richtig. Was für ein Abschlag von Birki. Vorlage zum Tor. Ja! Geiles Ding. Geiles Ding, sowas hatte ich noch nie. Und sowas habe ich mir auch eigentlich mal gewünscht. Dass vorne Platz ist für Aubameyang und dass Birki dann so einen Abschluss macht. Wahnsinn. Ich habe erst gedacht, der ist zu lang und der Torwart kommt raus. Aber 2:0. Und damit gewinnen wir auch das letzte Spiel und ich bleibe zum ersten Mal ungeschlagen in einer FIFA-Saison. Wie geil ist das denn? Und wir werden Meister. Besser geht's nicht. Das möchte ich mir nochmal angucken. Das muss ich mir jetzt nochmal kurz in der Wiederholung angucken. Da muss ich mich mal dran aufgeilen. So, also hier sehen wir das. Birki holt sich erstmal den Ball. So, und dann ist vorne natürlich Polen offen. So, und dann war der Ball genau richtig gespielt. Genau im richtigen Tempo. Pierre-Emerick Aubameyang nimmt den einmal an, nimmt den einmal mit und macht den dann mit dem Außenriss souverän rein und macht sein 12. Tor. 12. Tor und wird damit interner Torschützenkönig. Ich glaube, von der Bundesliga her reicht es leider nicht. Da ist Volland oder Müller ganz vorne. Naja, soll es egal sein. Wir sind dafür Meister. Vielleicht auch Pokalsieger dann bald. Und ja, die Bremer kommen aber trotzdem nochmal mit Johansson. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Noch kann Bremen vielleicht auf, oh, ein Tor rankommen, weil Birki hier Scheiße macht und Yatabaré Gott sei Dank drüber schießt. Da wollte ich gerade dasselbe wieder versuchen, weil vorne war wieder eigentlich Platz genug für so einen Abstoß. Deswegen habe ich es einfach mal riskiert. Hat aber nicht geklappt und hatte auch Gott sei Dank keine weiteren folgenschwere, ja, was weiß ich, auf jeden Fall jetzt die Bremer mit Johansson. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Ne, folgenschwere Konsequenzen. So, mein Gott.
Ich hab's nicht immer so mit den Wörtern, ey. So, und jetzt wieder die gleiche Situation. Ich schleich mich wieder weg mit Aubameyang. Das wäre geil, wenn das ein zweites Mal klappt. Moa. Der ist vielleicht ganz da vorne. Der ist wieder frei. Ja, es klappt wieder. Zwar nicht durch Birki, aber durch Emre Moa. Das ist ja geil. Mache ich hier zweimal das gleiche Tor. Aubameyang gegen Wiedwald. Aubameyang! 3-0. 87. Das gibt's ja gar nicht, ey. Zwei identische Tore. Jetzt nicht durch Birki die Vorlage, sondern durch Moa. Ich weiß gar nicht. Wird das denn auch gewertet als Vorlage von Birki? Das würde mich mal sehr interessieren. Da schaue ich gleich mal nach. Also 13. Tor von Aubameyang. Vielleicht holt er sich doch noch die Torjägerkanone, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dafür sind die anderen einfach zu weit weg. Ich schaue gleich mal, ob das als Vorlage gegolten hat von Birki in der Gesamtstatistik. Da schauen wir ja dann auch immer hin. Bellerin, Sokratis und ja, dann haben wir also doch nochmal in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgedreht, haben nochmal einen souveränen 3-0 Sieg. Bislang 3-0 Sieg hier rausgespielt und noch ist er nicht Schluss. Noch hat Aubameyang Lust gegen Sané. Ja, nee, den kriegt er nicht, oder? Kriegt er den? Nein, kriegt er nicht. Nochmal Garcia hinten rum. 4 Minuten Nachspielzeit oder vielleicht doch nochmal Dembele. Na, Garcia macht zwar spannend, aber okay. Wiedwald würde ihn, denke ich mal, nach vorne schießen und dann pfeift der Schiri noch nicht ab. Okay, noch Leicester. Gab ja 4 Minuten Nachspielzeit, ne? Muss ich auch ein bisschen in die Länge ziehen hier. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss und wir sind Meister. Schon seit 5 Spielen oder so. Wir können es immer noch nicht glauben. Und jetzt genießen wir einfach nur und schauen uns mal die Sequenz an. Natürlich feiern wir uns. Wir haben eine überragende Saison gespielt. Wir sind ungeschlagen geblieben. Das erste Mal, dass ich das in FIFA geschafft habe. Das habe ich vorher noch nie geschafft. Deswegen freut mich das wirklich umso mehr. Die ganze Mannschaft darf feiern. Die erste Elf hier, oder die Elf, die halt noch auf dem Platz standen. Die Reservespieler, jeder eigentlich. Jeder hat daran teilgehabt, auch die Fans. Und deswegen bin ich gleich mal gespannt auf die neue Sequenz. Hier sehen wir das nochmal. Wer darf den Ball, die Meisterschale. Schmelzer ist natürlich der Kapitän jetzt. Ich glaube, in echt ist es Birki, aber hier ist es Schmelzer. Und da sehen wir, oh, die Meisterschale. Grafisch nochmal ein bisschen detaillierter nachgestellt und auch noch ein bisschen besser. Mit den ganzen Logos von der Bundesliga und halt den ganzen Podest und so weiter und so fort. So, gib ihm. Und da ist sie. Ungeschlagen, deutscher Meister. Jawohl. Sehr geil, super. Freut mich wirklich und ich hoffe, dass das auch so beim Pokal dann sein wird. Oh, da kommen sogar hinten richtige Luftschlangen raus. Und nicht aus dem Boden. Ja, oder? Kommen die diesmal aus so einer richtigen Kanone raus oder immer noch aus dem Boden? Nein, da stehen endlich mal schwarze Kanonen. Seht ihr das? In FIFA 16 und den ganzen Vorgängern, da kamen die ja immer aus dem Boden raus, das Konfetti. Jetzt kommt es endlich mal logischerweise aus solchen Kanonen raus. Und da sehen wir nochmal. Wir feiern natürlich verdient mit den Fans, das ist gar keine Frage. Jawohl. Perfekt. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Überragende Saison gespielt. Wir haben kein Spiel verloren. Wir haben die Bayern hier zu Hause geputzt. 4-1. Wir haben die Bayern aus dem Pokal geworfen. Also es wäre wirklich die Krönung, wenn wir da noch Meister werden. Pokalsieger natürlich werden würden. Und hier kommt nochmal das Mannschaftsfoto, was natürlich auch immer sein muss. Und diesmal auch richtig und nicht irgendwie immer so auf den Boden gelegt. Deutscher Fußballmeister oder Bundesligameister, wie es da steht. Borussia Dortmund. Sehr schön. Und Marc Bartra ist da hinten schon wieder mit dabei. Das ist ein bisschen fail. Habt ihr gerade gesehen, Marc Bartra? Scheint ja nicht so schwer verletzt zu sein, hoffentlich. Na gut, also wir haben es geschafft. Letztes Spiel haben wir auch nochmal 3-0 gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, wer abgestiegen ist. Darmstadt verliert 5-1. Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Leipzig. Und die Ingolstädter gewinnen gegen Schalke. Also, logischerweise, Darmstadt und Leipzig steigen direkt ab. Und der FC Ingolstadt gehen in die Relegation. Und da möchte ich auch parallel nochmal auf die zweite Liga gucken, wer da aufgestiegen ist, gegen wen wir im nächsten Jahr eventuell spielen, wissen wir ja noch nicht. Und ja, wir spulen nochmal vor bis zum Pokalfinale und dann schauen wir mal, dass jetzt eine Woche später stattfindet. Bei Bartra habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt. Darf er spielen? Spielerverträge von Bandowski, okay. Preisgeld 37,8 Millionen, du liebe Zeit. Oh, das ist aber deutlich mehr als letztes Jahr, weil letztes Jahr hast du, glaube ich, nur 20 oder nur 15 Millionen als deutscher Meister gekriegt. Jetzt kriegst du 37,8796. Was für eine krumme Zahl ist das denn? So, Spieler verletzt Marc Bartra, Gott sei Dank, nur für 8 Tage. Das heißt, er ist wieder fit. Ja, hier stand Dembele, oder? Zum Teammanagement. Ich guck mal, ob er fit ist. Ja, doch, ist wieder fit. Perfekt. Gut, also, die stärkste Mannschaft. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Abschlusstabelle. Hier sehen wir, Pierre-Emerick Aubameyang kann Torschützenkönig werden im Pokal immerhin. Ich wollte, genau, Saison. Mal hier in die Ligen reinschauen. Also,
Wir schauen mal nach Deutschland, natürlich in die erste Liga. Da war es natürlich klar, Dortmund erster. 60 Tore, 9 Gegentore nur. Wir sind also auch unter 10 Gegentore geblieben. 86 Punkte. Das muss ich mir echt mal einrahmen. Und unten Leipzig steigt also ab mit Darmstadt. Jeweils beide nur 2 Siege geholt. Das ist dann halt einfach zu wenig. Und der FC Ingolstadt spielt in der Relegation gegen Hannover 96. So wie es ausschaut, wenn das hier stimmt. Stuttgart und Braunschweig steigen auf. Stuttgart steigt direkt wieder auf. Aber Braunschweig, das freut mich wirklich. Also ich finde Braunschweig eine sympathische Mannschaft, haben eine gute Truppe. Hannover spielt dann also in der Relegation gegen Ingolstadt und unten wären abgestiegen Erzgebirge, Aue und Sandhausen. Dresden würde in die Relegation gehen, wenn es die dritte Liga geben würde. Aber es gibt da leider keine dritte Liga. Na gut, dann haben wir im letzten Part noch den DFB-Pokal und dann schließen wir den ganzen Part hier ab oder die ganze Saison, indem wir nochmal auf die Statistiken zurückschauen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst nochmal ein Like da und seid im nächsten Part mit dabei, wenn wir dann unsere geile Saison krönen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, im Pokalfinale gegen Mainz. Macht's gut und ciao.